hab zur Hälfte geschafft. Am Donnerstag bin ich wieder schlapp und platt. Doch nach dem Freitagsstress ist es vollbracht. Es ist Dandy Samstag, das ist Fun-Tag, endlich frei. Es ist Dandy Samstag, das ist mein Tag, es ist geil. Es ist Dandy Samstag, das ist dein Tag, das ist mein Tag, sei dabei. Es ist Dandy Samstag. Hi, hier ist Winnie. Und das ist die beste Newcomer-Band von Bamberg. Endlich Samstag. Und heute ist unser Tag. Wir öffnen unseren Musikclub. Dafür haben wir ganz schön lange gekämpft. Fast wäre der alte Lokschuppen nämlich abgerissen worden. Aber mit Hilfe von vielen Freunden und ein paar Tricks haben wir es geschafft, den Probenraum zu erhalten. Und unsere Band? Die ist besser als je zuvor. Letzte Woche lief unser neuer Song, Du bist mein Held, sogar im Radio. Und heute spielen wir ihn zum ersten Mal live vor Publikum im neuen Club. Das wird der Knaller! Du denn? Wir müssen gleich auf die Bühne, die anderen warten schon. Ich musste den Film noch brennen. Ich habe geträumt, dass wir zur Cluberöffnung ganz allein sind. Es ist einfach keiner gekommen. Alter, musst du schlecht geschlafen haben. Aber wenn doch. Das wäre eine Katastrophe. Hast du den Film mit? Georg, das ist Schmidts Hochzeit. Du machst dich vielleicht fertig. Mit so vielen Gästen hätte ich nicht gerechnet. Ach, klar, von mir aus kann es noch mehr sein. Halt sie mal, das sind diese Filme. Einen besseren Schluss für meinen Film gibt es. Da seid ihr ja endlich. In 5 Minuten ist euer Auftritt. Das musst du unbedingt für die Nachwelt verzeihen. Hey, Willi, gratuliere. Das nenne ich eine gelungene Eröffnung. Ja, ohne euch hätten wir das noch nie geschafft. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Komm, lass dich drücken. Ja, das Konzert mit euch. Wo soll der Grill? Wo soll der Grill hin? Hier vorne an die Bar. Was habt ihr denn so lange gebraucht? Scheiße, ey! Ich ja voll auf die Presse fliegen! Ey, nicht kuscheln, ja? Außerdem sind dafür die Schilder da. Ja, egal. Wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Monitorboxen. Sollen wir die jetzt noch bauen oder nach eurem Auftritt? Für die Technik ist Lorenz verantwortlich und der ist am Mischpult. Was hast du denn vor? Wirst du schon was sehen? Aus. Super, die Halle wird voll, Mann. Besser hätte die Cluberöffnung nicht laufen können. Ich gehe gleich raus und kündige uns an. Das wird schon. Keine Panik, wir haben Zeit. Wo steckt denn Susi schon wieder? Na wo schon? Geh's auf den Klo. Georg, ich bitte dich inständig, dich aus meiner Aula zu entfernen. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Dumme Sprüche kann ich jetzt gar nicht brauchen. Also, ich gehe jetzt raus. Könnt ihr mal ruhig sein? Ich kann sonst nicht stimmen. Also. Viel Glück! Es ist mir eine Ehre, oh Gott. Euch alle heute hier zu unserer Klubbe. Ich hab meinen Karma verloren. Dein was? War nur ein Spaß. Mann, wo bleibt denn Soße? Ich glaub, ihr seid bestimmt immer noch nicht. Um euch heute hier unseren neuen Club vorstellen zu können. Das ist anders. Ich spiel jetzt natürlich für euch. Unsere Band. Endlich Samstag! Gehört von der Eröffnung von dem neuen Musikclub in die Lokschuppen. Da müssen Sie unbedingt hinkommen. Cesco, wir müssen. Wir verpassen noch das ganze Programm. Cesco, Sie. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Hier geht es weiter mit.
meiner Band 0 dB. Aber vorher will ich nochmal alle an die Highlights des Tages erinnern. Um 15 Uhr zeigt Georg seinen Bandfilm. Und um 17 Uhr stellen wir euch unseren neuen Song Du bist mein Held vor. Spaß! Winnie, komm mal mit. Sag mal, Georg, spinnst du? Was soll denn das? Hast du ihn gesehen? Wen denn? Na, Marlo. Marlo? Kenn ich nicht. Musikproduzentin. Ist gerade ausgegangen. Nee. Das war gerade Musikproduzent? Irrtum ausgeschlossen. Der war mit beim Filmworkshop in München. Der hat mich nach unserer Band gefragt. Warum sagst du mir das denn nicht? Ich hab nicht gedacht, dass der hier auftaucht. Das war ein Gespräch über meinen Film. Er fand ihn gut. Und die Band auch. Hallo Leute, danke der Band, endlich Samstag für den Auftritt hier. Jetzt noch Spaß zum Song, Kopf oder Zahn. Wow. Du, ein Musikproduzent ist extra wegen uns hierher gekommen. Was? Ein Musikproduzent? Und da hat uns zugehört? Ja. Macht das Sinn? Wir waren doch gut, oder? Ihr wart einsame Spitze. Na dann, werden wir den Produzenten mal unauffällig vor die Füße laufen. Ja, wir haben es ihm schon 100 Mal gesagt. Das geht doch nicht. Ja, klar. Ja, du. Ich rufe dich gleich zurück. Otto Bichler. Das ist ja eine Überraschung. Lange nicht gesehen, ne? Gut siehst du aus. Was macht die Gesundheit, ne? Danke, kann mich nicht beklagen. Schade, dass wir uns damals aus den Augen verloren haben. Ein Herzinfarkt. Das ist uns allen ziemlich nahe gegangen. Ach was? Trotz all meiner Erfolge denke ich mir ab und zu, ob du nicht das Richtige getan hast. Aussteigen. Machen, was einem Spaß macht. Wir sollten uns unbedingt mal wieder treffen. Du weißt ja, wo ich zu finden bin. Bist du wegen der Band hier? Ach, mit der Band kannst du doch keinen Cent verdienen. Ja. Es ist diese Maxine. Wegen ihr bin ich hier. Ich habe da ein Projekt. Das würde sehr gut zu ihr passen. Was meinst du? Da musst du sie schon selber fragen. Ich kann dir nur so viel sagen. Den Kindern ist ihre Freundschaft wichtig. Ich glaube nicht, dass du sie trennen kannst. Ach was, wenn die kleinen Biester erst mal den Duft der großen, weiten Welt geschnuppert haben, dann machen die, was ich ihnen sage. Immer noch der Alte. Ich muss kurz noch mal telefonieren. Bin gleich wieder da. Ach ja, du kannst die Kleine ja schon mal auf mich vorbereiten. Bis später. Nicht schlecht, die Jungs von 0 dB, hä? Willst du die jetzt auch noch managen? Wo steckt denn nun dieser Musikproduzent? Nicht, dass der uns noch entwischt? Wenn der uns gut findet, wird er schon noch bleiben, bis er mit uns gesprochen hat. War ganz passabel. Auch deine Stimme wächst. Manchmal ein bisschen unsicher, aber im Großen und Ganzen ganz okay. Unsicher, ja? Sag mal, hast du sie noch alle? Unter Freunden ist Kritik immer besser als Lobhudeleien. Freunde! Du sollst selber erstmal was auf die Beine stellen, bevor sie hier so eine Show abzieht. Was macht Felix denn da? Jetzt kommt die Mini-Playback-Show. Oh mein Gott, wenn das mal gut geht. Wartet ab, mal sehen, was er vorhat. Okay, ich nehme alles zurück. Felix hat ja richtig Talent, das klingt cool. Hat er uns das nicht früher gezeigt? Vinny hat ihn nie richtig ernst genommen. Otto! Otto, kennst du zufällig einen Musikproduzenten Marlo? Zufällig? Ja. Georg hat ihn im Publikum entdeckt. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Der da hinten ist es. Der hat telefoniert. Und? Was hat er gesagt? Er findet Max sehr gut. Will aber mit dem Rest nichts zu tun haben. Was? Wir laufen doch schon seit einer Woche im Radio. Ja, was soll's? Wir machen unser Ding auch ohne ihn. Was hat er denn zu mir gesagt? Du passt in sein Konzept, aber das wird er dir sicher selber sagen. Was ist denn dieser Marlo überhaupt für einer? Ich kenne ihn noch aus der Zeit, als ich meinen ersten Plattenvertrag hatte. Wir haben damals einen Haufen Geld zusammen verdient. Nach meinem Herzinfarkt hat er mich einfach fallen gelassen, weil er mit mir nichts mehr verdienen konnte. Aber letztlich war es mein Glück. Und ich habe begriffen, worauf es ankommt im Leben. Mhm.
Lasst euch nicht blenden, okay? Vinny, ich muss widersprechen. Was ist denn los? Ich muss leider kündigen. Wie kündigen? Ich wurde gerade entdeckt. Als was denn? Ich beginne meine Bühnenkarriere in Pips Musical-Truppe. Wollte ich euch nur sagen. Was war denn das? Na, ich glaube, wir haben gerade unseren einzigen Groupie verloren. Oh Gott. Hey, mach doch nicht so ein Gesicht. Da müssen wir halt alle durch. Georg! Du, soll ich vorhin noch was sagen? Nee, das mache ich schon selbst. Ich habe eine kleine Ansprache vorbereitet. Das sieht ja toll aus hier. Hallo ihr beiden, ihr kommt ganz richtig. Georg fühlt mich gleich ein. Also jetzt, liebe... Vinny, ich komme auf dein Angebot zurück. Wozu viele Worte, meine lieben Freunde? Seht selbst, die Band. Der Film über Endlich Samstag unter der hervorragenden Regie von Georg Biedert, der allerdings kein großer Redner ist. Und Film ab! Jeden Montagmorgen bin ich müde und matt. Dienstag habe ich schon den Namen hergesagt. Vinny! Mittwoch ist der Lärm zur Hälfte geschafft. Donnerstag bin ich müde und matt. Sag mal, ich wurde nicht so breit. Tschüss. Liegt am Breitbeetformat. 16 zu 9. Danke, Blumenstangen. Könnt ihr das später beklatschen? Krass, ich immer so verpennt aus. Das ist dokumentarisch. Das ist die Wirklichkeit. Jeden Samstagmorgen. Hey Oma, du kriegst das Glas und setz dich mal wieder. Das ist unerhört. Wie, ist der Film schon vorbei? Also das ist beleidigend, ja. Ich werde auf der Stelle diese Vorführung stoppen. Wohin? Fürstenhof. Nun sieh das doch mal als Spaß. Versuch doch mal mitzulachen. Also ich mach bestimmt auch keine bessere Figur. Aber da glaubt doch jeder, ich wäre unausstehlich. Naja. Also ich komme wieder, ja. Und dann ist hier Feierabend. Mach dich nicht lächerlich, Ulrike. Sie ist mit Marlo in das Hotel Fürstenhof gefahren. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Doch. Ich sehe wirklich großes Potenzial bei dir. Und das sollten wir herausarbeiten. Was denkst du? Für die Dame auch? Das ist Champagner. Ich weiß nicht, hast du so etwas schon mal probiert? Mhm. Herr Marlo, das ist ja nett, aber bei uns duzen sich alle. Wenn du zu unserem Team gehören willst, ist das sie das Erste, das du vergessen kannst. Der Andi. Weißt du, wir investieren in unsere Künstler erst einmal eine hohe Summe, um sie bekannt zu machen. Fernsehauftritte, Promotions, verstehst du? Und am Ende steht bei meinen Künstlern meistens Platin. Und wenn wir so viel Geld in jemanden investieren, müssen wir uns sicher sein, dass der Künstler auch zuverlässig ist. Das ist doch selbstverständlich, aber eigentlich... Du bist der Typ, den ich jetzt wollen. Du hast das Trendgesicht der kommenden Saison. Glaube mir, Maxi. Und mit deinem Talent sage ich, hol dir die Sterne. Maxim? Ja. Bitte schön, ihr beiden. Danke. Hey, Lorenz, sag mal was, ich bin auch noch da. Sag mal, Ela, kannst du ein Geheimnis für dich behalten?
Du machst mal nicht so spannend. Lass den anderen nichts davon sagen. Das musst du mir versprechen, ja? Okay. Und warum darf ich es den anderen nicht sagen? Weil sonst die Band total auseinanderfliegen würde. Das würde ich jetzt nicht verkraften, jetzt wo Max weg ist. Aber pass auf. Ich habe die Möglichkeit, für ein paar Monate nach Australien zu gehen. Ein Schüleraustausch. Und das sagst du mir so nebenbei. Und was mit mir ist, interessiert dich wohl gar nicht. Ich hab das nicht so gemeint. Ich weiß das auch erst seit heute, dass das klappt mit dem Schüleraustausch. Aber es sind denn schon ein paar Monate. Das kriegen wir noch hin. Das kannst du vergessen. Was hat denn Ela? Nur die Aufregung. Stimmt, so aufgeregt wie heute war ich auch noch nie. Also, jetzt wird's langsam knapp. Eine halbe Stunde. Hey, Pip, warte mal. Geht schon mal vor. Was gibt's? Mal wieder Probleme mit eurer Sängerin? Pass auf, Pip. Wir brauchen deine Hilfe. Max hat uns versetzt. Ach, als wenn ich es gewusst hätte. Zum Wohle. Wenn du erst einmal oben bist, wirst du sehen, wie klein hier alles ist. Bamberg wird immer meine Heimatstadt bleiben. Und außerdem... Ach, hier bist du. Wir warten alle auf dich. Die Songpremiere, schon vergessen? Lässt uns bitte noch einen Moment in Ruhe. Wir haben hier zu tun. Max, was ist? Kommst du? Hey, Kleiner, ich rede mit Winnie, dir. Ich komm gleich. Gib mir noch 5 Minuten Zeit, ja? Wir fangen aber gleich an. Maxine, du musst Prioritäten setzen. Luigi, wir haben hier einen ungebetenen Gast, der gerne gehen möchte. Winnie, bitte mach jetzt keinen Ärger. Hör auf, Maxine. Du bist hier unerwünscht. So ein Pech. Jetzt bist du auch noch pleite. Geh nach Haus, bevor noch mehr passiert. Vielen Dank, Herr Mann. Aber mich kriegen Sie nur zusammen mit der Band. Das ist, was ich Ihnen vorhin die ganze Zeit sagen wollte. Ach übrigens, falls Sie die Rechnung nicht bezahlen können, schicken Sie sie bitte zu mir. Geld habe ich genug. Ihres brauche ich nicht. Tschüss, Andi. Pass auf, was du jetzt tust. Ich bin die Nummer 1 im Musikgeschäft. An mir kommt keiner vorbei. Keiner! Geld brauche ich nicht. Geld habe ich genug, das ist das Spitze, Mensch. Oh, Otto hat recht. Er will keine Musik machen, er will nur Geld machen. Du, das mit dem Kellner und mit dem Sturz. Hey, was ist los? Ich fand deine Nummer großartig. Eins muss ich noch wissen. Was hättest du gemacht, wenn ich nicht gekommen wäre? Ich hätte Nein gesagt. Georg hat mir das gezeigt. Wir sind super. So wie wir sind. Außerdem bist du mein Manager. Ich habe auf mein Gefühl gehört. Also streng dich an, mein Manager. Na komm. Mila, bitte lass uns noch mal drüber reden. Ich meine, so eine Chance habe ich nie wieder. Also gut, reden können wir ja. Super, dann gleich nochmal Auftritt, ja? Ich muss jetzt. Du bist ein Held, wenn wir allein sind, dann machst du zu. Warum willst du denn in Pips Truppe anfangen? Ich will auch mal auf der Bühne stehen. Und bei euch ist einfach kein Platz für mich. Ich wollte immer, dass du bei uns mitspielst. Du vielleicht. Außerdem, wie sollst du mit euch weitergehen, wenn Max nicht mehr da ist? Ich weiß nicht. Aber Willi wird schon was einfallen. Quatsch. Komm doch mit in Pips Gruppe. Das wird sicher lustig. Lass mir Zeit zum Überlegen. Willi ist mein großer Bruder. Den kann ich doch nicht einfach im Stich lassen. Aber mich. Sag mal, wer von euch macht jetzt echt die Ansage? Ich kann das machen. Ja, super. Den Song singe ich gerne selber. Ich weiß, den hast du für Winnie geschrieben. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Tages. Unser neuer Song. Du bist mein Held! Gleichen Weg, doch du merkst es nicht. Ich
gebe dir tausend Zeichen, doch du siehst sie nicht. Ich sehe aus dem Herzen, doch du hörst mich nicht. Und sehne mich nach dir, doch du spürst es nicht. Und lass uns leben diesen Augenblick. Und lass uns treiben in der Flut. Komm auf mich zu, umarme mich. Denn ich bin sicher, ich will dich. Du bist mein Held, doch du weißt es nicht.